Das Missionswort Jesus responde al mundo de hoy bringt die Hoffnungsbotschaft mit Redner Walter Neufeld. Liebe Freunde, mein Bruder, meine Schwester, manchmal sind wir im Leben voll schwer gegangen und wir wissen nicht genau, wo das nu kann besser werden. Und dann kämpfen wir und strengen uns an und versuchen, weniger zu sünden, versuchen, gescheitert zu sein, versuchen, zu tun zu gehen. Aber irgendwie, das ändert sich nicht. Du bist es, als wenn du in hoher Knopf bist und das will nicht besser werden. Und Jesus trifft da eine ganz interessante Lehre. Er redet vom verlorenen Sehen, als der von Tüß wie wahrgegangen, dort der ab einmal in sich ging. Er kommt zur Einsicht. Er ging in sich und sagt, was tue ich hier? Ich ziehe hier um verhungern, ich will hier verkommen. In dort bei meinem Vater, da leben die Menschen gut. Da haben sie alles. Jüdisch hoffe da, die haben ihre Verantwortung, aber die leben gut. Ich will drei Gunnen in meinem Vater. Diese Ansicht, die brauchen wir vorken im Leben, wenn wir voll schwer sind gegangen. Und wir wollen Gott darum beten, dass er uns eine Ansicht gibt. Ansicht über dort, wo nicht richtig ist. Wo wir sind von Gott weichgegangen. Wo wir gesündigt haben. Wo wir Gott seinen Geist trurig gemacht haben. Wo wir gesündigt haben, jeden Nächsten. Dort wird der Ansicht kommen, umdrehen, in drei kommen Gott. Und dann nimmt Jesus uns an. Dann wird er uns alles verzeihen. Dann wird er uns reinwaschen, nie Kleid geben, in uns fallen mit seinem Heiligen Geist. Herr Jesus, nun beten wir, und beten dir, dass du uns in Hort gibst, dort ansichtig ist, dass wir ansehen können, wo wir auf dem falschen Weg wären, wo wir jeden die gesündigt haben, wo wir sind aufgekommen vom rechten Weg, dass wir können umdrehen und treten die kommen. Verzeih uns alle unsere Sünden, wasch uns rein mit dem Blut und gib uns das ewige Leben. Das beten wir in dem Namen, Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.